Süße Schweiz. Süße Nostalgie, knallbunte Rockbonbons. Süße Klassiker aus Italien erobern Zürich. Süße Früchte, von der Orange zur kandierten Delikatesse. Süße Kreationen eines Weltmeisters und in Swiss Made das Zuckeratelier. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. What did you have? Es gibt eine süße Schweiz jenseits der berühmten Schokoladenberge. Ein Land, in dem eigensinnige Konditoren und Konfiseure in ihren Kleinbetrieben süße alte Traditionen pflegen, wiederbeleben und weiterentwickeln. Also, auf dem Tisch sehen wir jetzt eine Zuckermasse, bestehend aus Zucker, Wasser und Glukosesirup. Und nun werden die einzelnen Teile eingefärbt, die wir benötigen, um dieses Rocks zu fertigen. Das weiße Pulver, das ist Zitronensäure, um diesem Bonbon auch genügend Geschmack zu geben. Und hier wird noch Aroma dazu geleert. Das ist Erdbeer. Ja. Erdbeer. Das ist eine angelsächsische Erfindung eigentlich. Also Engländer haben das erfunden. Etwa im 18. Jahrhundert. Und ist dann eigentlich 1850, es ist verbrieft, nach Amerika übergeschwappt mit den Einwanderern. Und die haben das dort zur Hochblüte gebracht. Und so um 1900 ist das dann wieder nach Europa eigentlich zurückgekommen.